Der Blog des heutigen Tages von Matthias de Stefano hat mich gerade wieder so geflasht, dass ich völlig ungeplant und spontan mich jetzt einfach wieder vor die Kamera gesetzt habe, um dir diesen Blogbeitrag in voller Länge vorzulesen. Es geht um Fragen wie: Was ist eigentlich Schicksal? Was bin ich? Zeit und Raum, Weg und Ziel. Und alle Infos und den gesamten Beitrag findest du, wie auch in den letzten Tagen bereits, auf meiner Facebook-Seite Full of Grace oder auf meinem Telegram-Kanal Full of Grace. Beides ist öffentlich. Gebt einfach Full of Grace ein und genießt den Beitrag und alle anderen gerne noch einmal beim Lesen. Ich wünsche dir jetzt einfach ein inniges Zuhören und Integrieren und Kontemplieren all dessen, was dort gesagt wird. Es geht gerade um das Gleichnis mit dem Baum, deswegen wundere dich nicht, wenn es im ersten Abschnitt um einen Teil des Baumes geht. Es ist eine Analogie und das höhere Selbst kommt sehr bald auf das zu sprechen, was diese Analogie bedeutet. Lasst uns beginnen. Blog vom 18.07. Titel: Haube. Bin. Es ist vielleicht der am schwierigsten zu identifizierende Teil einer Pflanze, vielleicht der subtilste, unmerklichste, ja unsichtbarste Teil der gesamten Pflanzenwelt. Und doch ist dieser Teil derjenige, der die Existenz des ganzen Baumes ermöglicht. Er ist derjenige, der den Weg sucht, der die Pfade nachzeichnet, um die Wachstumswege zu öffnen, der das Terrain erkennt, der dem Rest der Pflanze Platz macht, der erkennt, wo das Wasser ist und der die Zellen erzeugt, die die Wurzeln vergrößern. Ich. Welches Teil kann tiefer sein als eine Wurzel? Bin die Wurzelhaube. Auch als Calyptra oder Pylorus bekannt, ist es eine winzige, fast unmerkliche Formation an der Wurzelspitze, fast wie unsere Zehen, die den Boden sondiert, Mineralien, Temperatur und Wasser feststellt und den Boden bewegt, um Platz für die Wurzel zu schaffen. Ich. Ich dachte, die Wurzel macht das schon. Bin. Man könnte die Kalyptra generell als Wurzel nehmen, obwohl ihre Funktion und Unterscheidung sehr klar ist. Sie hat ihren Namen von ihrer Form, die wie eine Haube auf dem Kopf oder die Eichel eines Penis aussieht. Im antiken Griechenland war es bei einigen Völkern Tradition, eine Mütze zu tragen, eine Haube, die den Kopf bedeckt. Die sie Kalyptra, das kommt von bedecken, verhüllen, nannten. Auch die arabischen Völker trugen diese Art von Kleidung, die als Kufia für das hebräische Kofa bekannt war und die nach Europa übertragen wurde, um das lateinische Wort Kufia, Haube, zu bilden, das einen Schal oder eine Haube bezeichnet, die auf dem Kopf getragen wird, normalerweise von Frauen, aber in bestimmten Fällen auch von Männern. Vor allem unter Kriegshelmen. Du könntest es also mit der Idee des Schutzes vergleichen, sowohl vor den Schlägen des Helms als auch vor der Hitze der Sonne. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Haube in verschiedenen Stilen wiederverwendet. Bekannt ist sie zum Beispiel durch das Bild der puritanischen Frauen, die nach Nordamerika auswanderten. Bis die Botanik beschloss, die Wurzelspitze aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit diesen Hauben auf dem Kopf danach zu benennen. Ich. Warum sind sie anders? Bin. Im Allgemeinen handelt es sich um Stärkezellen, die in einer halbtoroidalen Form angeordnet sind, die vom Zentrum ausgeht und sich zum Rand hin ausdehnt.
Diese Zellen besitzen Statolithen, das heißt interne Zellorganellen, die ziemlich schwer sind und daher von der Schwerkraft beeinflusst werden, die die Kalyptra, die Haube, dazu bringt, ständig nach unten in die Erde zu streben. Ich, das sind die Füße einer Pflanze, bin richtig. Die, die das Firmament berühren, den Boden erkennen und sich vorwärts bewegen, um sich auszudehnen und Nährstoffe zu suchen. Während sie sich durch die Erde bewegen, werden die inneren Zellen zu den Seiten gezogen, wodurch sie an der Wurzel platziert werden und die Wurzel wachsen kann. Es ist, als ob die Erfahrungen des Wanderers in der Geschichte festgehalten werden. Ich, also. Was bedeutet das für mich? Bin das Schicksal. Es ist dieser unsichtbare Aspekt des Unbewussten, der uns vorantreibt. Aber die Haube zeigt dir etwas Wichtiges im Baum des Lebens. Ich, was bin? Das Schicksal ist nicht das, was vor dir liegt, sondern das, was sich durch das Gewicht deiner Schwerkraft von dir ausdehnt. Es sind deine Zellen, die ihrem inneren Gewicht, also den Statolithen, folgend einen Weg nach vorne entwerfen und sich ohne anzuhalten vorwärts bewegen. Erinnere dich an die Etymologie des Wortes Schicksal, Destino, Destiny. Destare, was so viel bedeutet wie von dort weggehen, wo man ist. Beim Ziel, beim Schicksal geht es also nicht darum, wohin du gehst, sondern von wo aus du gehst. Ich, oh, was für eine Veränderung. Bin. Das Schicksal wird also von deinem Unbewussten gesteuert. Das Gewicht, das die Geschichte, jede Erfahrung, Idee, Emotion, jedes Gefühl, jeder Glaube, jede Einstellung, jede Begabung, jede Erfahrung, jeder Ausdruck und jede Integration in dir trägt, führt dich auf diesen Weg der Transzendenz, auf dem das Gewicht deiner bisherigen Reise die Schritte deiner Zukunft bestimmt. Ich bin also völlig von meinem Unbewussten abhängig? Bin ganz genau. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Lass uns das analysieren. Ich, ja bitte, bin. Alles, was du tust, ist Vergangenheit. Alles, was du fühlst, ist Vergangenheit. Alles, was du suchst, ist Vergangenheit. Warum? Weil dein Gehirn so konzipiert wurde, dass es auf äußere Reize reagiert, kann dein biologisches Gehirn keine Antworten auf der Grundlage von Erfahrungen vorhersagen, die es nicht gemacht hat. Jede Reaktion des Nervensystems ist notwendigerweise eine Erweiterung eines Vorverständnisses, einer Idee, die aus lebenden Daten in Neuronen gebildet wird, die diese Informationen aufgrund früherer Erfahrungen registriert haben. Ich. Oh, ich verstehe. Natürlich. Jede Handlung und jedes Gefühl, das wir heute haben, ist nichts anderes als ein nervenbedingtes Ergebnis unserer Reaktionen und Emotionen von gestern. Bin, das heißt, dass deine Gegenwart nur eine Reaktion der Vergangenheit ist und deine Zukunft nur eine Projektion ihrer Vorstellungen. Ich. Mein Gott, ich fühle mich nicht frei. Bin, genau da liegt der Fehler. Ich frage dich, was bist du? Ich,
Wie? Bin. Ja, sag mir, was bist du? Ich. Das ist sehr weit gefasst. Aber ich betrachte es als eine Ansammlung von Atomen, die auf organische Weise angeordnet sind und Informationen austauschen, getragen von der Schwingung, die mein Bewusstsein ist. Bin. Wo entstehen diese Atome? Ich. In einem bestimmten Raum, in einer bestimmten Zeit. Bin. Was passiert, wenn du die Zeit aus der Gleichung herausnimmst? Ich. Es wird nur Raum geben? Bin. Nein. Wenn du die Zeit entfernst, hörst du auf zu existieren. Und der Grund, warum du nicht mehr existierst, ist, dass Raum ohne Zeit bedeutungslos ist. Denn sie sind ein und dasselbe. Das heißt, dass du nicht in einer Zeit oder einem Raum existierst, sondern ich. Ich bin Zeit und Raum. Bin. Gut. Wenn du dich als Individuum, als jemanden betrachtest, der an einem Ort lebt und eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft hat, als wärst du ein Punkt, der sich auf einer Linie bewegt, vergisst du den grundlegenden Schlüssel. Wer bist du? Und noch mehr, was bist du? Du bist kein Akteur außerhalb dieser beiden Kräfte. Ein Atom existiert nur, weil es in einer Zeitkonstante messbar ist. Und du kannst seine Form und Entwicklung nur in der Zeit definieren, weil es den Raum einnimmt. Das heißt, das Atom existiert nur, weil es die physische Manifestation dieser Zeit und dieses Raumes ist, wie ein Kind von Mama und Papa. Wenn du also denkst, dass du ein von deiner Vergangenheit getrenntes Individuum bist und glaubst, dass die Vergangenheit dein Schicksal bestimmt, als wärst du ein Punkt auf einer Linie, der nicht zu dieser Linie gehört, fühlst du dich gefangen, ein Gefangener einer nicht existierenden Idee. Ich. Um frei zu sein, muss ich also erkennen, dass ich mein Unbewusstes konstruiere. Bin, dass die Vergangenheit du bist und dass jede vergangene Entscheidung dein Schicksal bestimmt hat. Du bist Millionen von Jahren gereist, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Dein Leben hat nicht am 4. August 1987 begonnen. Dein Leben ist ewig. Und seit diesem Datum erlebst du nur eine weitere Form innerhalb dieses Kontinuums. Deshalb ist dein Schicksal bereits vorgezeichnet, denn du hast diese Geschichte mit jeder Handlung aufgebaut. Dein jetziges Leben ist nur das Kalyptra, die Haube einer umfangreichen Wurzel, die du gebaut hast. Und es ist die Wurzel, die die Haube mit dem Gewicht seiner Geschichte nährt. Damit es die Schwerkraft von Zeit und Raum finden kann, die es dazu bringt, seinen neuen Weg zu bauen. Ich. Das Gewicht des Unterbewusstseins ist ich selbst, der mir die Kraft gibt, vorwärts zu gehen. Bin. Die Vergangenheit hat noch nie so viel positives Gewicht gehabt, oder? Ich. Ja, das stimmt. Aber wie funktioniert dann das Thema der vergangenen Konditionierung? Denn viele Menschen sind durch das Schicksal, das sie aus dem Unbewussten gezogen haben, belastet. Bin. Der Segen und der Fluch des Unbewussten ist, dass es einfach nicht bewusst ist und du es nicht verstehen kannst. Du kannst es nur fühlen. Emotionen sind deine Verbündeten in diesem unbewussten Schicksal, auf das du zusteuerst oder besser gesagt, von dem du wegsteuerst. Du kannst das wahre Schicksal nicht anhand der Logik des bewussten Denkens erkennen, sondern nur anhand des Gefühls, der unbewussten Unlogik. Deshalb wird dir oft gesagt, vertraue, hoffe. Aber die Wahrheit ist,
dass Gefühle wie ein Kompass sind. Ich, wie der Kompass in Fluch der Karibik, der dir zeigt, was du am meisten willst. Bin. Und was du willst, hängt davon ab, wonach du dich in der Vergangenheit gesehnt hast. Oder was du in der Vergangenheit gebraucht hast. Denke an deine Gefühle, deine Emotionen und sie werden dir sagen, wohin du gehst und wonach du suchst. Ich. Nun, das läuft schlecht, weil ich ein emotionales Chaos in mir habe. Bin. Warum? Ich. Weil ich nicht weiß, wohin ich gehe. Wie ich dir schon sagte, fühle ich mich verlorener denn je. Ich wusste immer, wie ich mein Schicksal gestalten kann, wo ich hin will und warum, was ich in der Zukunft will, wann und wie. Aber diesen Monat dreht es mich um wie eine Socke. Plötzlich weiß ich nicht mehr, ob ich mich auf die Reise freue oder nicht, ob ich die Orte, die die Kundalini repräsentieren, besuchen will oder nicht. Es ist, als würde mir der Wille zum Reisen fehlen. Etwas, das mich fasziniert und das ich seit mehr als einem Jahr brauche. Und doch ist es, als würde ich heute nicht gehen wollen. Ich will ruhig sein, in Frieden, ohne eine Mission. Bin. Und du weißt doch warum, oder? Ich. Offensichtlich nicht. Bin. Weil du verstehst, was das Schicksal ist. Es geht, wie gesagt, nicht darum, wohin du gehst, sondern woher du kommst. Es ist kein Ankommen, sondern ein Weggehen. Es geht nicht darum, was dir begegnet, sondern darum, was du von dir selbst ausdrückst. Du wirst die Welt bereisen, aber das einzige Ziel bist du. Jetzt verstehe ich das Klischee, du bist das Ziel. Richtig, weil die Idee des Schicksals von mir ausgeht. Bin. Und so spürst du das Gewicht der Geschichte, der Familie, der Mission. Denn es ist das Gewicht der Schwerkraft, das deine Tage beeinflusst und dich dazu drängt, dich auszudrücken, vorwärts zu gehen, weiterzukommen, weil das Gewicht der Vergangenheit dich bedrückt. Du musst die ganze Zeit, diese ganze Geschichte in deinem Raum zum Schwingen bringen. Ich, was mich im Raum voranbringen wird, ist das Gewicht der Vergangenheit in der Zeit. Bin, das ist der Grund, warum du anfängst, diesen ganzen Druck in deinem Leben zu spüren, den Verlust des Ziels, des Sinns. Verstehst du? Ich, ja. Das Gefühl, nirgendwo hinzugehen, der Verlust des Sinns, des Wozu, das Gefühl, zu nichts zu gehören. Ich fühle mich wie ein einfaches Organ, das sich durch die Kraft dessen, was es geschaffen hat, bewegt. Ich habe das Gefühl, dass der Weg derjenige ist, der mich antreibt, wenn ich eigentlich gar nichts anderes machen würde. Bin. Wer bin ich? Ich. Matthias. Bin. Wer ist Matthias? Ich. Ein Individuum. Bin. Wovon bist du ein Individuum? Ich. Von dieser Welt. Bin. Wenn du ein Individuum bist, bist du unteilbar. Deshalb, ich, Matthias, ist sein Weg. Bin, was du denkst, bedingt dich. Du bist du selbst, niemand sonst. Du bist die Haube, die durch das Gewicht der Wurzel, die es geschaffen hat, voranschreitet. Denn die Wurzel ist dir nicht fremd, sondern du hast sie als Teil von dir gebaut, um dich in diesen Momenten voranzutreiben, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Wenn du deine bewusste Vorstellung von dir selbst verlierst,
ist es das Unbewusste, das dich daran erinnert, wohin du gehen und was du tun sollst. Ich. Und es treibt mich an. Aber wo treibe ich mich an, wenn ich mich alleine fühle? Bin. Du bist auf dem Weg zu dir selbst. Und das ist eine Reise, die du nur in der Einsamkeit machen kannst. Es ist an der Zeit, allen zu sagen, dass du in dir selbst schweigen wirst. Du hast den Baum bereits unter allen aufgebaut. Jetzt musst du es alleine tun. Ich. In der Stille, weg von Freunden und Familie, weg vom Netz, weg von der Vorstellung von mir in der Welt. Bin. Der Weg des Drachen liegt vor dir. Es ist dein eigener Drache, der dich antreibt, ihm zu begegnen. Erkenne deine Sehnsüchte und Wünsche. Ich. Ich brauche die Abgeschiedenheit, die Stille. Niemand. Keine Bindung an irgendwas. Bin. Es ist dein Glaube, der dir sagt, dass du andere brauchst, dass du dich an andere binden musst, weil es deine Vorstellung von Zugehörigkeit ist, dein tierischer Überlebensanteil, der Stabilität im Anderen sucht. Denn das ist der Teil des Weges, der sich gegen die Stabilität richtet. Das Schicksal. Ich. Meine Reise beginnt auf der Erde, für mich, in meiner Einsamkeit, in der Stille. Bin. Vibriere im Raum. Lass dich vom Unbewussten in den Strömen deiner inneren Kraft tragen. Und wenn du seine Kraft erkennst, dann wirst du deine Augen öffnen und dich vor dem Spiegel des Bewusstseins wiederfinden können. Ich. Ich bin mein Schicksal. Bin. Steh auf und geh. Ich danke dir fürs Zuhören und nimm das mit, was für dich davon in Resonanz geht. Den Beitrag findest du, wie bereits gesagt, auf der Facebook-Seite Full of Grace oder auf dem Telegram-Kanal Full of Grace. Hab einen wundervollen Tag.